Es geht wieder los für den SVN München. In der Bezirksliga Süd steht gegen den FC Anadolu das erste Pflichtspiel des Jahres 2019 an. Die Vorbereitung lief, so mittelmäßig erfolgreich. Die letzten drei Testspiele wurden allesamt verloren. Und auch im heutigen Spiel erwischt der Gast, der Tabellen-7. FC Anadolu, den besseren Start in die Partie. Das ist Femi Sevinç, der es mal per Freistoß probiert. Und da fehlte nicht viel zur frühen Führung. Auch in der Folge tut sich der Favorit schwer, hier besser ins Spiel zu kommen. Und muss hier ansehen, wie Önder Ötkün die nächste gute Chance für die Gäste vergibt. Es sollte bis zur 31. Minute dauern, bis der Tabellendritte zum ersten Mal vors Tor kommt. Das ist Dennis Yves, per Freistoß und aus dem Nichts die Führung. Anadolus Torwart Semih Çakmakçı ist machtlos. Der 24-jährige Dennis Yves markiert mit seinem dritten Saisontor den schmeichelhaften 1:0 Halbzeitstand. Mit der Führung im Rücken übernimmt der SVN dann in Halbzeit 2 die Spielkontrolle, auch wenn dieser Schuss von Dimitrios Vurtsis noch nicht den Weg ins Tor findet. Doch die Gastgeber bleiben am Drücker und drängen jetzt auf das 2:0. Das ist Suhel Amadodin, der sich hier gut durchsetzt gegen Mehmet Irmak und gut zum Abschluss kommt. Doch im letzten Moment kommt der Verteidiger von Anadolu noch dazwischen und klärt zur Ecke. Aus dem Spiel kommt von den Gästen in der zweiten Halbzeit nicht so viel. Also was ist die Lösung? Ein Eckball! Femi Sevinç bringt das Ding auf Yusuf Abdulhalim Rubeya und der wurde gerade zuvor eingewechselt. Mit dem ersten Ballkontakt markiert der Joker das 1:1. Sein Jubel fällt dennoch verhalten aus, denn in der letzten Saison war er selbst noch für den SVN tätig. Wir springen in die Schlussphase der Partie. Genauer gesagt in die 87. Minute und da ist Dimitrios Vurtsis. Kurz vor Schluss findet diese Partie also doch noch einen Sieger. Der 20-jährige Grieche macht sein erstes Saisontor und das war's dann auch. Mit dem Sieg über den FC Anadolu springt der SVN München zumindest vorübergehend auf Tabellenplatz 2 der Bezirksliga Süd. Die Gäste hingegen verpassen den Anschluss an die Spitze und bleiben auf Rang 7. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.